Trockenmauer. Naja, nur im unteren Bereich eine Trockenmauer, hier eben mit Lehmfugen, die ich zum Teil auch sehr dick machen werde, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen gefällt, der eine Steilwand zum Nisten braucht. Und hier hinten dran habe ich eben größere Steine rein, dass da noch Hohlräume sind, wenn jemand durch die Ritzen unten geht. Und wie ich jetzt die Wurzel hier integriere, das weiß ich jetzt noch nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ob ich doch noch etwas wegnehme, das hier runterkommt, oder was ich mache, das muss ich noch entscheiden. Auf jeden Fall muss ich noch mal im Nachbarort Steine holen. Die ich bisher geholt habe, reichen dann doch noch nicht. Ja, das wird wieder ein Spaß mit dem Steine schleppen. Ansonsten ist es hier im Garten extrem trocken. Hat seit Wochen nicht geregnet. Ich alles Mögliche regelmäßig kontrollieren, wie es geht. Zum Beispiel hier der Feuerdorn, den ich gesetzt habe, der hat wohl das Wasser, das ich ihm zum Anfang mitgegeben habe, das ist jetzt auf jeden Fall aufgebraucht. Ja, und der Wein, den wir letztes Jahr gesetzt hatten, der braucht ja jetzt auch mal wieder dringend Wasser. Das ist schon unlustig, wenn man seinen Bäumen und Sträuchern regelmäßig kontrollieren muss, ob es ihnen gut geht. Kornelkirsche, die schaut gut aus. Ja, die Mannstreu, Muscatella, Salbei und der Kugellauch, die schauen auch noch gut aus. Und hier kommt auch was hoch. Ich weiß gar nicht, was ich da gesetzt habe. War das ein Ehrenpreis? Ja, hier habe ich auf die Schildchen verzichtet, das ist natürlich auch geschickt. Das Johanniskraut, das hat sich ja echt gut angesiedelt. Und das Beet ist auch jetzt langsam richtig schön. Storchenschnabel, Mannstreu, Samtblühen. Der pfeffrige Salbei, wo ich nicht ganz aufgepasst habe, weil der heißt auch Hummelschaukel oder so ähnlich. Also von daher hört sich das erstmal gut an, aber wahrscheinlich nicht winterhart. Das Experiment mit dem Kokos ist eigentlich auch ganz gut, fängt jetzt an abzutrocknen. Ich habe es vor 2 Tagen, glaube ich, angelegt. Nicht komplett durchnässt, also das könnte vielleicht tatsächlich als Moorersatz funktionieren. Bin gespannt. Blöd sind immer so Ecken, wo man gar nicht so oft vorbeikommt wie hier und nicht so oft kontrolliert. Ich weiß nicht, wenn man das sieht, die Rose hat ziemlich Durst gehabt. Habe ich gestern oder vorgestern entdeckt und eben was hingehauen. Das Pfaffenhütchen hat sich sehr gut erholt. Beim Kreuzdorn sieht man, dass Blätter gelb werden. Beim Weißdorn. Also gerade schon so eine Zeit, wo man echt ständig gucken muss, geht es den Pflanzen noch gut. Und wahrscheinlich wird es maximal einen kurzen Gewitterguss geben. Zum Glück haben wir noch vom letzten Gewitterguss Wasser. Ich hoffe, das reicht, bis dann wieder mal nachgefüllt werden muss. Aber wir haben jetzt schon die große 5000 Liter Zisterne einmal leer gehabt und die kleine auch schon. Sehr unlustig. Mal
das wird ja nicht besser. Vielleicht hätte man sich besser eine 10.000 Liter Zisterne gemacht, statt einer 5.000. Naja. So, das war's mit meinen heutigen Eindrücken. Macht's gut. Ciao, ciao. Braucht er jetzt auch mal wieder Trinkwasser. Das ist schon unlustig, wenn man seinen Bäumen und Sträuchern regelmäßig kontrollieren muss, ob es ihm gut geht. Kornelkirsche, die schaut gut aus. Ja, die Mannstreu, Muscatella Salbei und der Kugellauch, die schauen auch noch gut aus. Und hier kommt auch was hoch. Ich will überlegen, was ich da gesetzt habe. War das ein Ehrenpreis? Ja, hier habe ich auf die Schildchen verzichtet, das ist natürlich auch geschickt. Das Johanniskraut, das hat sich hier echt gut angesiedelt. Und das Beet ist auch jetzt langsam richtig schön. Storchenschnabel, Mannstreu, Samtblühen. Der pfeffrige Salbei, wo ich nicht ganz aufgepasst habe, weil der heißt auch Hummelschaukel oder so ähnlich. Also von daher hört sich das erstmal gut an, aber wahrscheinlich nicht winterhart.